Kapitel 3. Zucht oder Unzucht. Also heißt es, meine große Liebe zu den Fernsten, schone deinen Nächsten nicht. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Nietzsche. Was Menschheit? Wir sind keine Menschheit oder Menschheiten in dem Sinne eines Gegensatzes zur Gottheit oder zu Gottheiten, sondern sind selber die Gottheit, die Gottheiten. Das wussten sehr wohl die Alten noch durch ihre Sprache, denn man war nicht bloß der Mann, sondern auch Gott und alle lebenden Wesen, so dass das Wort Manisk aus dem Mann erwachsen heißt, was heute zu Menisko gleich Mensch zusammengeschmolzen ist. Manask gleich Mensch heißt eigentlich der aus Gott Gewachsene, der aus Gott Geborene. So lehrt uns die Sprache alle Wahrheiten verkünden. Sagt nicht auch der Jünger Johannes, wisst ihr nicht, dass ihr Götter seid? Unser menschliches begrenztes Leben ist nur ein uns auferlegter, bald vorübergehender Zustand. Wir können nicht umhin, das missverständliche Wort Menschheit weiter zu benutzen, verstehen aber darunter die Gesamtheit der im menschlichen Bewusstsein lebenden Gottheiten und Mannheiten. Sollen wir nicht doch die Menschheit lieben? Nein. Weil wir den Menschen, den Einzelnen, Einzigen, Schönen, Guten und Starken, den Guten lieben. Die Menschen, die Menschheit ganz insgesamt lieben, heißt den Menschen wenig irre antun, denn Menschheit ist zu sehr etwas Unwirkliches und wir müssen ihr jeder Unzulänglichkeit zuerkennen. Dieses Streben und Drängen nach einer Untiefe, dem flächigen Begriff Menschheit, ist menschlich allzu menschlich. Wo der Jude den Guten in die Tiefe graben sieht, verschüttet er ihn in seiner Grube, wenn er kann. Der Streit der Meinungen hört nie auf, weil die Menschen so verschieden geartet sind. Diese Ansicht ist ganz richtig und tief begründet und strafft die Irrlehre von der Gleichheit von allem, was Menschen antlitz. Drittens. Zucht oder Unzucht trägt Lügen. Man zieht aber daraus den falschen Schluss, als ob es deshalb nie eine allgemeine gültige Meinung geben könne, eine Meinung, die Wahrheit wäre. Dem ist nicht so. Es gibt Erkenntnisse, die nicht jedermann zugänglich sind, auch wenn sie mit der größten Mühe gelehrt und mit dem besten Willen aufgenommen würden. Vieles bleibt den meisten unfassbar. So eine letzte arische Weisheit von der Vaterschaft Gottes, vom Einssein mit dem Vater, also selbst Gott sein und Gottes Sohn, vom Gotte in allem und allem im Gott. Von der Unfähigkeit der Massen zu dieser Auffassung leben alle Kirchen von jeher. Immer wieder. Griechisches Vasenbild aus Caere, 500 vor Christus. Ein zur Opferung bestimmter Arier befreit sich selbst. Haben Menschen von höchster Artung der Rasse dieses Wissen, dass sie nicht für sich und die Artgleichen behielten, mit dem Tode bezahlen müssen. So hochfahrend es klingen mag, in dem niederen Teile der Menschheit lebt der göttliche Funke nur ganz schwach, als ob er sich einmal hätte teilen müssen. Es wird noch festgestellt werden, dass die niederen Rassen späte Bastarde zwischen den Götterrassen und Tieren sind. Die Natur Gott hat nur eine Art Götter, Guten geschaffen, den asischen, arischen Menschen, wie alle heiligen Bücher überliefern. Die Götter zeugten erst die Menschen durch Sodomie, und es reuete sie, wie die Genesis berichtet. Gottvater aber kann über seine Götter nicht Reue haben, das muss man begreifen können. Durch die weitere Vermischung aller Rassen und Völker erhoffen die Mächte der Finsternis die Auflösung alles höheren Menschentums in einem gleichförmigen Mittel und Untermaß in geistiger und körperlicher Hinsicht. Dieses großartige, seit einigen Jahrtausenden von der bewussten Niederrassenführung, es könnte sogar unbewusst geschehen, aber es gibt Beweise für eine bewusste Zielsetzung genug, unverkannt und unerkannt verfolgte Ziel wird aber niemals erreicht werden, so sehr auch die Zustände der Gegenwart dieser Annahme widersprechen. Weil die Natur nicht die Entartung will, sondern die Höherzüchtung, die Höherführung des Menschen mit allen Mitteln anstrebt. Zu dem Zeitpunkt, an dem der Weltbastard glaubt, das Ziel erreicht zu haben, werden sich unter dem furchtbaren Druck und Zwang, den die Mischungsbesti ausübt, Kräfte göttlicher, göttischer, göttlicher Art entladen, die den Weg der Natur und damit des Göttlichen nach oben sich erzwingen, und heute sind diese Kräfte schon tätig in der arischen Weltbewegung. Adel und gute Rasse sind sich darin ähnlich, dass sie lieber Könige im eigenen Kleinen bleiben als Knechte im fremden Großen werden. Darum überlassen sie so häufig kampflos die Herrschaft dem Großen, den Kleinen und Gemeinen, die in diesen Dingen nicht heikel sind. Heute hausen die wahrhaft Großen und Edlen heimlich in Winkeln, allerdings oft sehr beneidenswerten Winkeln, indessen alles menschliche Gewürm aus Neidhagens Geschlecht, bestenfalls aber ein unbegabter Durchschnitt am Steuer steht. Diese Missstände, die zur allgemeinen Verpöbelung führen, sind nur durch ein Recht und eine Ordnung zu beseitigen, die einem Adel, aber aus Rasse, Führerrechte einräumt. Rasse bedingt einen bestimmten Geist. Gedanken des Untermenschlichen müssen notgedrungen meinem Gedanken feindlich gegenüberstehen. Der Arier empfindet dessen Denken, Wollen und Begehren als feindlich, körperlich peinlich und lehnt solches auch ohne Urteil ab. Sie müssen ihm schädlich und darum unlieb sein. Er kann dann leicht seine Empfindung auf ihre Berechtigung durch eine verstandesmäßige Einstellung nachprüfen und wird immer finden, dass das, was er erwogen und beurteilt hat, richtig ist. Ein Irrtum kommt für den nicht in Frage, der aus seinem Rassenerbe schöpft. Voraussetzung ist eine von allem Fremden unbeeinflusste Seelen- und Geistesverfassung. So muss irgendein Weltbetrug, der alle Jahre in anderer Form wiederkommt, den in seiner tiefen Rassensicherheit ruhenden Arier vollkommen unberührt lassen. Er sieht schon daran, wie alles Mischmaschvolk entzückt ist, dass sein Hochziel darunter leidet. Unsere geistigen Güter drohen heute im Sumpfe des herrschenden Weltmischmasches zu versinken. Der frei und geistig arbeitende Arier als Künstler, Gelehrter oder Dichter verdient heute in einer Woche oft kaum das, was ein Maurer in einer Stunde. Die edelsten Erzeugnisse für die Wohlfahrt einer Volksgemeinschaft, die des Geistes, haben in einer Zeit des unaufhaltsamen rassischen Niedergangs keinen Wert mehr und finden darum auch keinen Preis.
Aber es ist klar, dass uns keine wirtschaftlichen Maßnahmen retten werden, sondern allein die Kraftsteigerungen unserer sittlichen und geistigen Bestrebungen können uns eine einigermaßen tröstliche Zukunft herbeiführen. Wie kann der Einzelne dazu helfen, das schlimme Los unserer Dichter, Gelehrten und Künstler zu bessern? Indem jeder Gutsbesitzer und Landwirt, jeder Fabrikant oder Kaufherr, ein jeder andere auch, der über einen freien Raum in seinem Haus in der Stadt oder auf dem Lande verfügt, einen dieser Geistigen unseres Volkes für einige Tage, Wochen oder Monate zu sich zu Gast lädt und ihn dann an seine Freunde und Bekannten weiterempfiehlt. 99 von 100 aller Ehen sind unglücklich, weil sie ungleichrassig sind, und hier spielen auch geringe Unterschiede eine entscheidende Rolle. Wenn nach der griechischen Sage Mann und Weib Teile eines Ganzen aus einem früheren Entwicklungszeitalter sind, das noch eingeschlechtlich war, mannweiblich, und das nun die Liebe es ist, welche die Menschen zwingt, jenes abgetrennte Teil zur neuen Ergänzung zu suchen, dann muss man zugestehen, wie notwendig es wohl ist, dass Gleiches wieder zu Gleichem kommt, oder die Ursachen zu allen Unstimmigkeiten sind von vornherein gegeben. In Zeiten großer Reinrassigkeit waren die Ehen viel glücklicher, das Suchen und Finden war leichter. So ist auch die Sitte zu erklären, dass die Frau gegeben wurde, denn es war schwer, unter Artgleichen einen ungleichen Gatten zu finden. Waren doch alle Brüder und Schwestern in einem viel wirklicheren Sinne als heute die Kinder einer Familie, die oft weit auseinanderstreben. Die Edda singt darum. Die eine der Seis, die im Arme mir liegt, als ehrlich Weib und als Schwester. Die scheinbare Kühle der Gefühle in der Liebe im Altertum bei noch reinrassigen Völkern erklärt sich durch die nahe Rassenverwandtschaft der einzelnen Menschen, Männer und Frauen. Gleiche Rasse bedingt Einklang des Gefühls, der Gesinnung, der Ahnung, der Neigungen und des Wesens und erweckt Liebe, ohne die mehr oder minder tragikomischen Ausbrüche ungleich gearteter Menschen, die sich über alle Verschiedenheiten hinweg, innere und äußere, vereinigt wissen wollen, so sehr das Unbewusste beider Teile dagegen warnt. Gleiches wird nur von Gleichem verstanden, sagt Pythagoras, der im 90. Jahre noch einmal heiratete. Brautkauf, Brautlauf, Frauenraub, Verträge zwischen den beiderseitigen Eltern über rassisch gleich geartete Kinder sind nicht so hart und rücksichtslos, wie sie uns heute erscheinen wollen. In Ehen auf solchen Voraussetzungen rassischer Zucht sammelt sich mehr Grundstoff zu wahrer Liebe als bei unseren Ehen von heute, die Missehen, das heißt, ganz wörtlich Mischehen, sind in rassigem und darum auch in sittlichem Betracht. Die durch wahllose und endlose Vermischungen erworbene innere Zerrissenheit macht den Einzelnen schon von vornherein vollkommen unfähig zu einer glücklichen Gattenwahl. Die natürliche Triebwahl ist unter unseren heutigen Lebensbedingungen beinahe ganz unterdrückt und bei der Ungleichartigkeit der Suchenden und bei dem Mangel an Gleichrassigen wird für den Hochwertigen die Auswahl am schwierigsten. Allgemeine Verpöbelung durch Presse, Kirche und Schule begünstigt die Lüge von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, und vermehrt die unglückseligen Mischlinge mit allen ihren Zwiespälten und Missklängen ins Millionenfältige. Bei reiner Rasse empfinden alle gleich. Der Mann besitzt in der einen Frau die Rasse, also alle anderen Frauen zugleich. Begierde erwächst erst aus der Vermischung, weil dann kein Mann und kein Weib vollkommen sein Geschlecht und seine Rasse in sich vertritt. Reine Rasse liebt von selbst ohne Antrieb von außen. Es gibt hier kaum persönliche Unterschiede. Es ist der Zustand einer Glückseligkeit, es ist das Paradies auf Erden. Saturnalien, Zucht der Kotinke, der Göttersprossen, bei den alten Germanen, Bacchanalien sind schwache Anklänge an eine ferne allgemeine Hochzeit. Sobald Rassebewusstsein erwacht oder wo es noch besteht, wird in einem Volke Zuchtwahl getrieben werden. Adel war immer gleichbedeutend mit höherer und reinerer Rasse, die planmäßig gezüchtet wurde. Die frühe Geschichte aller arischen Völker ist von diesem Gedanken gleich einem Naturgesetz beherrscht. Der Rassenadel kam früher unter die Räder von Kirche und Staat. Was der große Karl übrig ließ, ersetzte er durch Mischvolk aus den gallischen Provinzen. Später traten die Dienstmannen häufig an die Stelle des Adels. Der Bauer verknechtete, als man ihm den Boden, der Gottes Lehen war, nahm. Der Bauer aber ist der Ursprudel der arischen Menschheit. Er erhält heute noch Stadt und Land mit seinem Blute, seiner Nachkommenschaft. Gewiss ist er krank, angesteckt von dem allgemeinen Rassen- und Seelenzerfall. Aber mit ihm und durch ihn müssen wir die Erneuerung versuchen. Aus ihm wird die Erlösung kommen. Er muss herangeführt werden an die Quellen des Wissens, der Kultur und der Religion, er muss wieder ihr Verwahrer werden, denn er allein kann unsere Entwicklung vor tiefen und verhängnisvollen Irrtümern warnen, denen alle Teile des Volkes ausgesetzt sind, die sich irgendwie schon vom Boden haben abheben lassen. Wir verlieren unsere Kraft, wenn wir nicht mehr mit dem Boden in Berührung kommen, wie der Riese Antheus in der griechischen Sage, als ihm solches geschah. Wir stehen vor einer Weltenwende. Geschichte will nicht verstanden sein im Rahmen der Geschehnisse eines oder zweier Jahrhunderte und beschränkt auf die Erlebnisse einiger Völkergruppen, sondern Geschichte kann nur begriffen werden in den großen Zusammenhängen im Leben ihrer Rassen über die Jahrtausende hinweg. Zwei Jahrtausende sind im Völkerleben ebenso wenig als bei uns Jahre, Wochen oder auch nur ein Tag. Der geniale, schöpferische Mensch ist nicht das Endergebnis einer langen Entwicklung bestimmter Geschlechterreihen und kein Endergebnis einer Menschheitsvervollkommnung, sondern ursprünglich Selbstverständlichkeit bei jedem Einzelnen, das zeigt die meist noch angedeutete Schöpferkraft des Kindes, seine zweifellos geniale Ungebundenheit. Der heute herrschende sogenannte Normalmensch, der Durchschnitt, meistens unter Durchschnitt, sind untrübliche Zeichen eingetretener Entartung. Seit einigen Millionen Jahren, seit dem Vorhandensein des arischen Guten, aboriginer Krasse, um einen ungefähren wissenschaftlichen Krückenanhalt zu geben, hat es keine Entwicklung irgendeiner vorausgesetzten, sehr zweifelhaften Menschheit gegeben, sondern nur eine Herabentwicklung, eine Entartung des Guten durch seine Vermischung mit Tieren und Affen. Die frühesten Einrichtungen der Arier, mit denen sie ihr Leben unter sich ordneten, ihre Lebensweise, ihre Gotteserkenntnis und Welterfahrung,
wie sie Gottesdienst allein richtig auffassen, nämlich dem Willen des Göttlichen durch ihr Wesen und in dem Wesen der Natur gerecht zu werden. Das alles verlangt höchst entwickelte Seelen, Geister und Leiber. So ist es Tatsache, dass die am meisten Entarteten heute, die tierischsten der Menschen in der Zivilisation, in der Großstadt Hölle, in der westlichen Bildung, im Schulzwang, im Beamtenstaat, im Zeichen des Verkehrs, in der erbärmlichen Ordnung sich am wohlsten fühlen. Der Gott aber, der Reinrassige, oder beinahe Reinrassige sucht sich immer wieder einen der drei anständigen Berufe und Beschäftigungen aus, Lehr-, Wehr- oder Nährstand. Zum Lehrstand gehört der echte Priester, der Lehrer, der Künstler, der Entdecker, der Erfinder, der Arzt als Künstler, der Gelehrte, der Gottesmann ohne Pension und nicht mit der Überzeugung ums tägliche Brot. Zum Wehrstand gehört der Krieger in jeder Gestalt. Zum Lehrstand gehört der Bauer, der auf freier Scholle, nicht in furchtbarer Bedrängnis, aus dem Vollen wirtschaftet und sich und sein Gesinde auskömmlich ernährt. Allenfalls noch der Handwerker. Alle anderen Berufe sind im tiefsten Verstande unanständig. Sie entspringen irgendwie der Entartung wirtschaftlicher und staatlicher Formen und stellen nur eine schlecht verhüllte Versklavung dar. Kultur und Zivilisation, in beiden besteht ein gewisses Verhältnis zwischen Herrschenden und Dienenden, Herren und Sklaven. Man kann die Beobachtung machen, und sie ist untrüglich, dass in echten Kulturen die rassisch höheren der Bevölkerung die Herren sind, während in den Zivilisationen in alter und neuer Zeit die Menschenbestie herrscht und der edlere Rassenteil leidet. Die Kasten laufen heute noch deutlich erkennbar unter uns herum. Man hatte schon unter den meisten Arien die Einteilung der Edlen, der Gemeinfreien und der Freigelassenen, der Priester, der Krieger, der Handwerker und der Händler. Zum Händler gehört die Masse der Tschandalen, alle Taglöhner in Amt und Würden oder in der Fabrik, Zigeuner, Verbrecher. Nur mit dem Unterschied, dass die meisten ihren angeborenen, eingeborenen Beruf nicht mehr ausüben, weil alle rassische Ordnung in Staat und Volk aufgehoben ist, kaum einer mehr zu seinem Berufe kommt, der ihm schicksalgemäß zusteht. Nicht nur den Beruf bestimmte man früher aus dem Gestirnstand bei der Geburt, sondern man zeugte und empfing die Kinder unter der Leitung und Anweisung von sternkundigen Priestern, die dem Kinde die Eltern wählten und den Eltern das Kind. Mephistos und aller Teufelpakte müssen mit Blut unterschrieben werden, wenn die Seele verkauft werden soll. Das heißt doch ganz klar, dass mit der Hingabe unseres Blutes durch Vermischung wir auch unsere Seele verkaufen an alle Teufelei des Niederrassentums. So sich wünschen, wie man ist und nicht anders, beweist Gott affiziert Zufriedenheit. Der Jude empfindet niemals diese Selbstzufriedenheit, Selbstgenügsamkeit, sonst würden nicht alle Kirchen und Untermenschenlehren uns einreden wollen, Gott sei außer uns, weil er eben nicht in ihnen ist. Man wirft uns vor, wir redeten so unchristlich viel von Rasse und Religion in einem Atem. Aber mit Recht, denn nirgends fließt so eines aus dem anderen. Wie Religion aus Rasse und Rasse aus Religion. Jeder bildet doch seinen Gott nach seinem Ebenbilde. Der Jude einen Juden, der Gatte einen Guten, was dazwischen ist, ist auch von Übel. Je arischer, desto menschlich schöner ist ein Angesicht oder ein Leib. Ein Mongoler hätte niemals das Vorbild zu einem Apollo von Belvedere werden können. Der Gedanke Mensch, Gottes Sohn, Arier, wurde nur einmal von der Schöpfung gedacht, gewollt und er wurde Gestalt im Guten. Alle anderen Rassen sind Erzeugnisse der wiederholten Vermischungen des Guten mit den Tieren und solcher Bastarde mit Guten, Tieren und Halbtieren. Die Mongolen oder die Neger, die Australier sind so wenig eine ursprüngliche Rasse, so wenig wie sie ursprünglicher Mensch sind. Sie alle sind erstarrte Verbastardierungen geworden, Rassen von Rassenlosen, von denen die Australier, die Neuseeländer und die meisten Bewohner der Südsee Beispiele jüngerer Neubildungen sind, die Neger und die Mongolen jedoch alte Bastardierungen darstellen. Menschen-Antiserum, gewonnen aus reinem arischen Blute, wurde zu verschiedenen Versuchen verwendet. Mit dem Blute des Mongolen vermischt, wirkte das Menschen-Antiserum fast gar nicht, bei dem Neger drückte sich das Blut wie ein ganz leichter Hauch, bei dem Mittelmeerländer zieht sich der Niederschlag wie ein Schleier über das Blut, bei dem Arier fällt es wie eine schwere große Wolke ins Blut, zehnmal so stark wie bei den anderen Versuchen. Eine ähnliche Gegenwirkung zeigte sich auch noch an einer ägyptischen Mumie von einem Alter von 5000 Jahren. Sie erwies den Toten zweifelsfrei als einen Arier. Die Säugetiere sind insgesamt vier Füßer. Der Arier in ganz besonderem Maße zwei Hände. Daher Mann gleich Mann, altnordisch, Manus gleich Mensch und Manus gleich Hand. Einer, der etwas begreift, körperlich, aber auch geistig, Manas gleich Vernunft, indisch, Mens gleich Verstand, lateinisch, Manna gleich göttliche Speise. Alle niederen Rassen nehmen gelegentlich und beim Handwerken auch gerne die Füße zu Hilfe. Der Affe ist volkstümlich gesprochen ein Vierhänder, aber es handelt sich tatsächlich bei den Hinterhänden anatomisch um zwei echte Füße. Ist hier nicht für eine berechtigte Vermutung Raum genug, dass der Affe, wie ja auch die meisten Forscher gerne zugeben werden, ein Mischungsergebnis ist zwischen Mensch und Tier und zwar zwischen einem hochentwickelten Menschen, dem Vorarier und irgendeinem Säugetiervorläufer. Die niederen Menschenrassen erweisen sich dadurch als wiederholte Vermischungen zwischen dem Arier und verschiedenen später entstandenen Bastardtypen aus Affe und Mensch. Mir scheint in dem Wort Homo im Gegensatz zu Mann gleich Hand und Geist, Aman gleich Geistmann, Sonnenmann, Amane, der Begriff der Mischung noch zu stecken. Sem, Hem und Japhet gleich Simia, Hemling und Affe. Sie sind Nachkömmlinge Noahs, der selbst erst von den Göttern erzeugt wurde und deshalb tierischen Anteil hat. Im Worte Hem stecken deutlich die Begriffe von Hemmen, Verschneiden, Hemling, Hemisch, Hemmering gleich Teufel, Hampelmann gleich halber Mann. Hampa, Spanisch, gleich liederliches Gesindel, Hammel gleich verschnittener Widder, Hamatrias gleich eine Affenart. Sem ist klar gleich Simia gleich Affe, auch halb, Semi, Umkehrung, Mies und Metz gleich Mischen. Japhet gleich Affe, mögliche Ableitungen, Japan, Japs,
Afghanistan, wo der östliche Stamm übrigens Afrin genannt wird. Für den Begriff der Mischung gibt es in Stammes- und Völkernamen überall gleichlautende, gleichklingende Worte. Auf Englisch heißt der Mischling, der Bastard, Mongrel. Es ist dasselbe Wort wie Mongole. Spanisch, Mono gleich der Affe, Mann. Monesco gleich affenmäßig, aus dem Affen entstammt. Englisch, Monkey gleich Affe, überall die Mischung andeutend. Das hier auch das Wort für Essen, Manga, Französisch. Mangiare Italienisch, mit der Bedeutung schon in Beziehung steht, ist vollkommen selbstverständlich, denn beim Zeugen vermischen, vermengen, essen sich die Geschlechter. Essen war von jeher ein Geheimwort für Zeugen, sich vermischen. Als solches hat es auch Geltung in der Bibel, vor allen Dingen in der Schöpfungsgeschichte. Manga Französisch. Mancha. Spanisch ist das deutsche Männchen, mischen. Mestizo, Spanisch, gleich Bastard. Mischling. Im Altperuanischen werden die Worte für Mensch und Affe kaum unterschieden, Muisco und Muisca. Die Namen von zwei Affenarten klingen ebenfalls an, Mangaben und Makaken. Französisch Mesquin gleich boshaft. Spanisch Metz gleich halb, Umkehrung 7. Mezcla gleich mischen. In diesem Zusammenhang muss auch Mausen, Mäuschen in ihren mundartlichen Bedeutungen in Bezug auf das Mischen erwähnt werden. Mit Mäuschen bezeichnet der Kavalier das unebenbürtige Verhältnis. Durch Vermischung, Vermanschung vermehren wir nur das Chaos, den Schmerz, den ewigen Streit und die Unruhe, den Zwiespalt, im Gegensatz zur Geschlossenheit. Die Befriedigung der Menschheit ist nur möglich durch die Führung zur reinen Rasse, meinetwegen auch zu reinen Rassen, obwohl es im engeren Betracht des Wortsinnes und der Erkenntnis nur eine reine Rasse gibt, Rada, altnordisch, eine Rad X, eine Wurzel. Die Natur widerstrebt eigentlich jeder Vermischung. Falls sie nicht zu dauernder weiterer Mischung künstlich gezwungen wird, entmischt sie sich ganz von selbst, entspaltet wieder die Mischung in ihre Urteile und deutet damit an, dass sie die Verküterung, die Vermanschung, die Vermischung ablehnt, nicht will. Rada, Rada ist altnordisch die Wurzel, die Ursprungwurzel, die Allraune, mit der Wotan den Dichter mit erbohrt, das heißt sich Lebenserkenntnis holt, die das Geheimnis löst alles Seins. Die Menschen von heute werden sich nicht dadurch in einer gewissen Hinsicht ähnlicher, gleicher, weil sie alle besser werden, sondern weil auch die Besseren unter ihnen durch die allgemeine Vermischung ihre Vorzüge verlieren und schlechter, hässlicher werden. Sieht man nicht, wie abschreckend hässlich die Menschen werden? Man beobachte das in der Straßenbahn, im Theater, im Kino, auf der Straße, kurz, wo viele Menschen zusammenkommen. Sie werden immer mehr menschenentfremder und affenähnlicher. Die Entgeistigung und Entgöttlichung der Massen machen rasende Fortschritte. Hier zieht ein kreisendes Chaos allen Unrat an sich. Den Gedanken der rassischen Aufzucht hat der Jude früh aus den Köpfen aller Durchschnittler geschwatzt. Wo werden noch schön gewachsene Menschen gefördert oder gar gezüchtet? Die Masse fühlt sich wohl, Schwein unter Schweinen. Die Verärgerung, die Gereiztheit nimmt heute so erschreckend zu, weil selten einmal zwei Menschen der gleichen Art und darum auch nicht einer Meinung zusammenkommen, geschweige denn mehrere. Der Missklang der Geister, Seelen und Leiber ist so ungemein hart, dass ein allgemeiner Misston, Kakophonie, die Beziehungen der Menschen untereinander stört. Aber viele wollen hässlich sein. Sie legen sogar einen gewissen Stolz darein. Das soll man nie vergessen. Denn ganz im Geheimen, Unbewussten fühlen sie sich in ihrem Zustande glücklich. Es tut ihnen wohl, schlecht weggekommene, Entrechtete zu sein, ohne die Last einer Verpflichtung. Sie zimmern sich daraus ein Glück, sie machen aus ihrer Not eine Tugend. Was heißt das? Dass ihnen nicht allein der Wille fehlt, ihr scheinbares Wollen ist unfruchtbares Schimpfen, die Stärkeren, die Vornehmeren zu sein, sondern überhaupt das leibliche Vermögen. Aus aller körperlichen Unzulänglichkeit aber dieser Begriff ist weit zu messen, entspringt irgendein Reich der Gleichheit, das die Armen, die Einfältigen, die Schwachen sich als eine Zuflucht errichten wollen. Der Stuhl, der Thron ist das Symbol göttlicher Macht und irdischer Herrschaft. Das Sitzenkönnen ist ein Zeichen der göttlichen Rasse. Alle Niederrassen und Affen schlagen gleich die Beine untereinander, selbst wenn man sie auf Stühle setzt. Kaiserstühle, Stuhlrichter, Stuhl der hohen Priester sind noch Anklänge an die frühere allgemeine Geltung des Stuhles als richterliches und herrschaftliches Vorrecht. Wie viele können heute noch richtig auf Stühlen sitzen? Am liebsten setzen sie sich zu Boden, weil es ihnen bequemer scheint. Der Hochgewachsene prüfe sich danach, er lasse sich nicht durch seine östliche Begeisterung für Buddhismus zu Dingen verführen, die ihm schaden, weil sie nicht für ihn passen. Wir kommen den geistigen Gütern des Ostens auf anderen Wegen schneller entgegen als durch unbequemes Sitzen. Was unser aller Erbgut aus arischer Hinterlassenschaft ist, wird uns gegeben, und wir werden es mit Dank und Nutzen wiedernehmen. Der Deutsche nimmt eine Sonderstellung in Europa ein. Er ist der Mittelpunkt Europas und von seiner Entwicklung hängt nicht nur unsere, sondern das europäische Schicksal ab. Die Geschichte muss rassenmäßig gesehen werden. Was in Europa, Afrika, Amerika und Asien seit jeher geleistet wurde, strömte aus arischen Quellen. Wisset, euer Leib ist der Tempel Gottes. Gott wohnet in euch. Aus eigener Kraft seid ihr nicht geworden, was ihr seid. Also preiset Gott in eurem Leibe. Sein Geist belebt ihn. Ihr seid Gottes. Ariesein heißt die innere Gewissheit haben der körperlichen und geistigen Überlegenheit gegenüber allem Menschlichen, denn was uns im Alltag umgibt, ist nur noch eine Fratze wahren Menschentums. Es ist doch der Geist, der die Form belebt, und wo der Geist mangelt, verkümmert auch die Form. Die Deutschen sind dadurch, dass man ihnen schon früh den eigenen geistigen Boden unter den Füßen wegzog, zu ängstlichen Menschen geworden. Sie fürchten jeden Augenblick durch die wenigen Planken, die den Unterbau noch halten, durchzufallen. Sie sollten sich einmal ruhig fallen lassen. Der Abgrund empfängt sie weich auf dem Grunde ihrer eigenen Seele und es führt ein, wenn auch schmaler, Ausgang auf die blühenden und glücklichen Gefilde ihrer eigenen Geistigkeit.
Der Starke, Gutmütige, der Selbstverständliche, halb aus Ekel und halb aus Gleichgültigkeit, unterliegt nicht selten, weil er in Vertrauen auf seine Kraft ohne Waffen seine Straße zieht, unbekümmert gläubig und sorglos. Aber es gibt allerlei Wegelagerer und oft hat er gerade noch Zeit, den Speer mit der bloßen Hand aufzufangen, der nach seinem Herzen zielt. Und selbst dann genügt es ihm meist, den Gegner entwaffnet zu haben. Er schleudert den Speer nicht zurück, seinen Eigentümer zu verderben. Lachend schlendert er weiter. Die Feinde glauben, er fürchte den Kampf, und bald stellen sie haufenweise seinem Leben nach. Am Ende trifft doch noch ein Kiesel aus der Schleuder irgendeines Davids die Stirn des Unvorsichtigen. Mir scheint vornehmer, ein Goliath zu sein, denn ein David. Dazu muss bemerkt werden, dass es eine Lüge ist, wenn die Juden behaupten, Goliath habe vor ihren Zelten herumgeschrien. Riesen schreien nicht. Sie schlafen gewöhnlich über ihren schweren Gedanken und ihrer großen Kraft. Ehrlicher Kampf, darin liegt die Ursache. Wir kommen nirgends zum ehrlichen Kampf, was uns und den Gegner anbetrifft, und unterliegen darum. Zertretet der giftigen Schlange den Kopf, die da lehrt und rät, lieber deinen Nächsten und meint den Niedrigsten, den Fernsten. Noch niemals Wort ein Wort dermaßen entstellt und in sein Gegenteil umgekehrt, als dies Wort arischer Urerkenntnis, Gott lebt nur in reiner Minne. Gott bleibt in euch, so ihr in reiner Minne liebet, das heißt euren Nächsten liebt. Alles andere ist Unzucht des Unzuchttieres, das seit Jahrtausenden das Gottesreich, das Götten, das Gutenreich auf Erden verhindert. Die Orden sind uralte arische Einrichtungen und dienten früher der Hochzucht, aber auch als Zufluchtsstätte dem Menschen, der nach einem segensreichen Leben in Liebe und Arbeit die Ruhe, die Versenkung, die Betrachtung suchte. Die Klöster und Orden waren als die Erben der alten Priesterhochschulen die Stätten der Wissenschaft, der Kunst und der Gotteserkenntnis und erst im späten Mittelalter artete das Klosterwesen, zum Beispiel in den Bettelorden, aus. Die uralte Forderung der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams hat mit dem Niedergang der Orden einen ganz anderen Sinn erhalten. Ursprünglich war mit der Keuschheit die Verpflichtung der artreinen Zeugung gemeint, der Rassen- und Geschlechterpflege. Mit der Armut bezeichnete man nicht eigentlich Besitzlosigkeit, sondern den Verzicht auf Erwerb durch Handel oder ungerechtfertigten Gewinn. Armut ist die Gesinnung, die der Ahr verleiht, Argemüt, Sonnengemüt, Armut, die Mutung des Ahrs. Diese allein schafft auch Arbeit, nämlich Eierbeute, Eiergebeutes. Sonnengebotenes, Sonnenerbeutetes. Nur das, was uns die Sonne beut, ist Arbeit. Nur in ihr liegt Heil und Segen, alles andere bringt Unglück. Der Gehorsam war aber der Freiwillige, den man in der Lebensgemeinschaft dem Primus inter pares, dem ersten untergleichen gelobte, zudem noch der Gehorsam gegen das Naturgesetz, zu dem der erwählte Obere ganz besonders selbst verpflichtet war. Solcher Art Orden arischer Lebensregel zu erneuern ist ein hohes Ziel und der Hingabe der besten Wert. In Verbindung mit Siedelung bleibt sie vielleicht die einzige Möglichkeit, arische Lebensgemeinschaft in einzelnen Zellen wieder zu gestalten. Dass der Gedanke der Zucht im mittelalterlichen Ordenswesen nicht ganz erstorben war, zeigt die Stiftung eines Ritterordens durch Kaiser Ludwig den Bayern, zugleich mit der Stiftung des Klosters Ettal bei Oberammergau im Jahre 1330. In diesem seltsamen Falle liegt sowohl eine Gründungsgeschichte aus dem Jahre 1350 etwa vor und die unzweifelhaft echte Kaiserurkunde über die Regel des Ordens im Bayerischen Staatsarchiv, datiert vom 17. August 1332. Wir sind also über Stiftung, Aufbau und Einrichtung dieses Ritterordens genauer unterrichtet als über manchen anderen. Was an der Regel sofort auffällt und sie von den Regeln der anderen Ritterorden unterscheidet, ist die Bestimmung, dass die Ritter mit ihren Wirtinnen, also mit ihren Frauen, in Ettal zusammenleben sollten. Wir sind gewohnt, die Ritterorden als mönchische Einrichtungen zu betrachten, in denen die Ehelosigkeit Gebot war. Nun wissen wir aber, dass diese Gelübde nur galten, solange man dem Orden unmittelbar angehörte. Viele traten nach Auflösung ihrer Ehe durch den Tod der Gattin erst in einen Orden ein, andere verließen den inneren Ordenskreis, meist eine Zwölfergemeinschaft, wenn sie sich zu verehrlichen gedachten. Die Zugehörigkeit zu einem Orden verdammte nicht auf Lebenszeit zur Ehelosigkeit, eine Einrichtung, die gegen alles menschliche und göttliche Gebot geht. Das Klosterwesen ist heute ganz unfruchtbar geworden, ja wirkt entvölkernd, Rasse wird schlechternd, da keineswegs die Schlechtesten schon von Jugend auf für das Kloster bestimmt werden und viele durch frühe Enttäuschungen vom Leben sich abschließen. Einst war das Klosterleben häufig der Abschluss eines reichen und tätigen Lebens, abgesehen davon, dass die Klöster auch noch im späteren Mittelalter soziale und erzieherische Aufgaben aller Art hatten. Heute sind sie Gräber künstlich abgetöteten Lebens. Die Klöster könnten wieder wichtige Aufgaben erfüllen, wenn sie den durch das Leben zermürbten, den alten, kranken, müden aller Stände eine Stätte der Erholung, der Sammlung und des ruhigen Sterbens würden. Drei Lebensziele hat der gesunde Mensch im gewöhnlichen Gang des Seins, im Werkgang des Tages, solange ihm die Erlösung von den Banden dieser Welt noch nicht erwünscht ist, Rechtlichkeit, Erwerb, Genuss. Der Irrtum aller Theosophie in Bezug auf die alte indische Weisheit der Veden ist, dass sie lehre, die Täuschungen, von denen wir umgeben sind, wären von vornherein zu meiden. Das ist nicht wahr. Wir haben nach den recht verstandenen Äußerungen der indoarischen Weisen unsere Jugend, Schönheit, Kraft und unseren Willen mit auf den Erdenweg bekommen, sie zu erproben. Es kommt darauf an, dass wir nicht stolpern vor dem Ziele, das uns als letzte Weisheit vor Augen steht. Rechtlichkeit ist scheinbar ein Streben ohne Erfolg, wenn man sich das Treiben der Welt ansieht, so sagen viele Menschen. Aber wirft man nicht den Samen in den Wind, also einen sicheren Besitz aus der Hand, um des künftigen Getreides willen.
Das Bestehen der menschlichen Gesellschaft in ihrer Sicherheit und allgemeinen Wohlfahrt wird dadurch gewährleistet, dass die Menschen sich nach Können und Wissen einstufen, das sittlicher hochhalten, wie das die Weisheit aller Zeiten und Völker uns lehrt. Nur dadurch kann der Willkür und Zuchtlosigkeit aller Geist- und Gottlosen ein Damm entgegengeworfen und so verhütet werden, dass das Tier im Menschen bestimmte wohltätige Schranken einreißt. Wer also das Treiben der Welt kennt und doch nicht sein Streben auf Rechtlichkeit stellt, der begeht eine große Torheit und schadet sich sachlich. Aber wir sollen nicht nur Rechtlichkeit üben, was an uns liegt, sondern sollen auch kein Unrecht, von wo es auch komme, dulden. Daraus können wir mit Gewissheit schließen, dass die alte und gute Forderung der Rechtlichkeit nicht unbegründet ist und dass diejenigen Recht daran tun, die nach Art und Wesen dazu geneigt sind, ihr nachzustreben. Unter ERWERB ist zu verstehen Erwerb von Wissen, Land, Haus, Geld, Vieh, Freunden und die Mehrung dieser Erwerbungen. Damit erwirbt sich der Mensch Einfluss und Macht. Bequeme Menschen und Gleichgültige, meist auch solche, die in ihren Rassentrieben gestört sind, leugnen die Notwendigkeit des Erwerbs und meinen, das Glück falle dem in den Schoß, der es offenbar nicht verdient, oder jenem, der gar nicht danach sucht. Der Zufall, sagen sie, bringe die Menschen zu Reichtum und Armut, zu Sieg und Niederlage, zu Glück und Unglück. Darauf ist zu erwidern, dass der scheinbare Zufall auch ein Verdienst sein kann. Zufall ist Schicksalskunst, aber das Schicksal haben wir zum guten Teil in unserer Hand, und wer es zu benutzen versteht, dem ist es ein Mittel wie ein anderes zum Erwerb. Fähigkeit, Gelegenheit, Ausführung sind, gleich dem Schicksal, Hilfsmittel dazu, vielleicht sogar nur Teile des Schicksals. Jeder ist seines Glückes Schmied, und ein Untätiger kennt kein wahres Glück. Das ist vielleicht eine der tiefsten Weisheiten, die gesagt werden können. Man vergesse nie, dass alles, was auf Erden geschieht, zum reichlichen Teil unser Werk ist und zum anderen das Werk Gottes, denn Gott will nicht anders als rechtliche Menschen wollen. Deshalb hilft Gott dem, der sich selber hilft. Wir haben an allem Göttlichen in der Welt ein gleich großes Teil, als wir am Menschlichen haben, und wir wären wohl imstande, die Welt im göttlichen Sinne und nach unserem Bilde zu formen, aber die Menschen sind noch in ihrer Mehrzahl ungöttlich, ja gottfeindlich. Genuss empfinden wir durch unsere Sinne, Gesicht, Gehör, Gefühl, Geschmack und Geruch. In unserer Seele sammeln sich die Empfindungen der Lust und Unlust, der Freude und des Schmerzes, des Hasses und des Liebens, des Wollens und Weigerns. Bringt uns nun das Begehren und das Gewähren lassen statt Genuss nicht Schaden? Vielfach, ja. Aber dennoch braucht Genuss an sich nicht etwas Verächtliches oder gar Verwerfliches und Sündhaftes sein. Wir sind zum Genuss der Dinge geboren, die uns die Welt bietet, allerdings nur in dem Maße unserer Vernunft und als der Genuss unser Streben nach Rechtlichkeit und Erwerb nicht beeinträchtigt. Was dagegen gesagt werden sollte und auch schon gesagt wurde von allerhand weltlichen und geistlichen Machthabern, ist Irrtum, Missgunst und Betrug, ist ungöttliche Knechtung der Seelen und Leiber. Wir sind zum Genuss geboren in dem Maße, als wir zum Leide und zum Leiden geboren sind. Die Wechselwirkung von Genuss und Schmerz ist es, die unsere Seelen wachsen lässt und Großes aus ihnen macht, oder Erbärmliches, je nach unserer Freiheit oder Unfreiheit diesen Dingen gegenüber. Rechtlichkeit, Erwerb und Genuss sind die drei Lebensziele. Die Kunst des Lebens ist es nun, gleichmäßig den drei Lebenszielen nachzustreben, und der Mensch muss gehalten sein, seinen guten Verstand und seinen göttlichen Willen dazu zu gebrauchen. Der Mensch teile seine Zeit ein nach Maßgabe der Dreizahl seiner Lebensziele und suche, eins mit dem anderen verbindend, ihre Übereinstimmung zu erreichen, so dass sie sich untereinander nicht entgegenstehen. Man tut am besten, allen Pflichten gleichzeitig gerecht zu werden, also bereits in der Jugend die Rechtlichkeit zu pflegen und im Mannesalter außer dem Genuss, so auch in der Liebe, den Pflichten des Erwerbes und der Rechtlichkeit nachzugehen, sonst könnte es geschehen, dass man im Alter nicht alle drei Lebensziele erreicht hätte. Und nur der Mensch, der so der Rechtlichkeit, dem Erwerb und dem Genuss obliegt, erlangt allein jenes wahre Glück, an dem die meisten vorbeijagen. Ein Ungerechter, mag er Gutes erworben und Liebe genossen haben, ein Untätiger, wäre er auch gerecht gewesen und hätte er viel geliebt, ein Liebeloser, und hätte er viel erworben und Rechtlichkeit geübt, sie alle hätten ungöttlich gelebt, da sie, unvollkommen handelnd, immer ein Lebensziel außer Acht gelassen hätten. Nun aber gibt es, für wenige, ein viertes Lebensziel und zwar gehören zu diesen wenigen jene, die im höheren Alter sagen können, dass sie die drei ersten Lebensziele erreicht haben. Das sind die Glücklichen, die diese Welt gelitten und genossen haben und denen nur noch übrig bleibt, sich in dem Sinn des Lebens, des Daseins und der Welt überhaupt zu versenken. Sie werden ihre Gedanken ohne Zweck besinnen auf das Göttliche richten und einige von ihnen werden vielleicht jenen Zustand innerlicher Versenktheit erreichen, in welchem der Vollendete ohne Gotteslästerung zu sich sagen kann, wo wäre Gott, lebt er nicht in mir. Das war der Vollendete, der den Orden aufsuchte. Die Zahl der Ritter in Ettal war durch die Regel auf 12 beschränkt unter einem 13., dem Ordensmeister, dem für die 12 Frauen der Ritter eine Ordensmeisterin entsprach, offenbar unter den gleichen Ordensregeln. Die Zeit hat an dieser Einrichtung nichts Ungewöhnliches gesehen, denn nichts weist darauf hin, im Gegenteil, es schien das alles selbstverständlich. Wie selbstverständlich die Gründung des Ettaler Ritterordens angesehen wurde, zeigt die Tatsache, dass auch von den kirchlichen Gegnern Kaiser Ludwigs kein Anstoß daran genommen wurde. Es ist die alte Tafelrunde des Königs Artus, die hier wieder lebendig wird mit züchterischen Zielen. Dem Kaiser Ludwig stellt diese Absicht das beste Zeugnis aus. Leider haben seine Nachkommen kein Verständnis gehabt für die weitschauenden Bestrebungen des großen Bayern auf dem Kaiserstuhle und haben der Stiftung nach seinem Tode die Vermögenswerte entzogen, so dass der Orden sich wieder auflöste, vielleicht auch unter gelindem Druck der Kirche, die solche Dinge nicht gutwillig unterstützte.
Die Ordensregel der Ettaler Ritter wird ihr Vorbild in den Satzungen der Templer und der Deutscherinnen gehabt haben, die, neben den eigentlichen Ordensrittern, in ehrlicher Gemeinschaft lebende Bruder- und Schwesterschaften in großer Zahl hatten, aus denen sich der Orden ergänzte. Sie bestanden häufig in Anlehnung an die Ordenssitze und leisteten ihnen jeder Art Beihilfe. So vereinzelt, wie man allgemein die Tatsache der verheirateten Ordensbrüder ansehen wird, ist sie nicht. Wir wissen von den spanischen Ritterorden, zum Unterschiede von Johannitern und Deutschrittern, dass ihnen die Ehe mit reinen Jungfrauen gestattet war. Das Keuschheitsgelübde scheint also hier in einem rassehygienischen und rasseethischen Sinne ausgelegt worden zu sein. Und in der Tat bestanden die spanischen Ritterorden zur Zeit der Gründung des Klosters Ettal um 1330 und vorher hauptsächlich aus den Nachkommen der Westgarten in Spanien, die jahrhundertelang den Versuch machten, sich gegen die Mauren, Juden und die eingeborenen Heberer abzusondern. Wir wissen offenbar noch viel zu wenig über den Sinn des frühmittelalterlichen Ordenswesens, das auch rein bodenreformerische Absichten und Ziele hatte, wie zum Beispiel der Zisterzienserorden, und wir würden heute einfach von Körperschaften reden, die Siedlungspolitik trieben, neben ihren religiösen und wissenschaftlichen Betätigungen. So ist es auch keineswegs verwunderlich, wenn solche Ritterorden, die immer stark auf Auslese, Züchtung gestellt waren, wie wir aus den strengen Ahnenpratten wissen, die nur Sinn hatten, wenn es sich um Zucht, um Auslese, um Abschließung handelte, auch die praktische Menschensiedlung betrieben durch die Gründung von Orden, deren Ritter in reiner Ehe mit einer reinen Jungfrau reine Kinder zeugen sollten. Die Ordensregel dieses Ritterordens von Ettal muss in solcher Richtung durchaus ernst genommen werden. Man gründete in abgelegener Gegend Siedlungen und schuf zu gleicher Zeit die Grundlage der Bevölkerung, die diese Gegend einst bewohnen und bebauen sollte. Man trieb Politik mit weiter Sicht. Heute sind Siedlungen meist Entlastungsunternehmungen für eine zu stark angewachsene Bevölkerung, damals war das Land noch nicht so stark besiedelt und es herrschte eher Menschenmangel. Der Versuch Kaiser Ludwigs des Bayern, einen Ritterorden zu gründen mit dem Zweck der Menschenzucht und Menschensiedlung in einer abgelegenen, aber dennoch politisch wichtigen Gegend, beweist seine überragende Bedeutung, die allerdings von seinen Nachkommen nicht mehr gewürdigt wurde. Die Gründung dieses Ritterordens, der die Verehrlichung seinen Angehörigen nicht verbot, sondern im Gegenteil gebot, ist darum nicht als eine Laune, eine Spielerei zu beurteilen. Schon die Tatsache, dass die Urkunde ganz trocken den besonderen Umstand der verehrlichten Ritter erwähnt, zeigt, dass es eine Selbstverständlichkeit war. Die Gründungszeit fällt in die Blütezeit der Orden, nach dem Untergang des Templerordens. Die Templer waren selbst meist verheiratet gewesen, hatten jedenfalls überall geheime und offene Mitglieder, die außerhalb der üblichen Ordensregel standen, wie wir überhaupt die Ritterorden nicht als vereinzelt für sich stehende Gebilde ansehen dürfen, sondern als Spitzenglieder ganzer Gesellschaftsschichten, in unserem Falle des Adels, der ja durch die Orden hauptsächlich seinen Einfluss in Stadt und Kirche betätigte. Der Tempel Herrenorden war am 22. März 1312 aufgehoben worden, hauptsächlich aber, das heißt durch Gewalt und Nachdruck, nur in Frankreich. 30.000 Templer büßten damals ihr höheres Wissen und strieben um Gott und Rasse mit dem Tode. In Spanien, in Deutschland traten die Mitglieder in die damals gegründeten Folgeorden, wenn man so sagen darf, oder in die alten, wesensverwandten Orden. Den Templeisen nahe verwandt waren die Zisterzienser und die Deutschritter, die im Besonderen auch Bodenbau und Bauernsiedlung in ihre Leitsätze aufgenommen hatten. Wir haben darum in der Gründung von Ettal ein durchaus zeitgemäßes und glücklich zeitbegründetes Unternehmen zu sehen, das leider zu früh mit dem Tode seines Stifters zugrunde ging. Ettal blieb ein gewöhnliches Mönchskloster bis auf unsere Tage. Vielleicht, dass der Name Ettal noch einen Hinweis auf den Ritterorden enthält. Ich kenne die Wortableitung des Namens nicht, noch sein Alter, aber es könnte in dem E von Ettal die Ehe gemeint sein und mit dem Worte das Tal der Ehetal, Ettal in neudeutscher Schreibweise, ausgesprochen sein. Ehe oder Ehe war im Mittelalter der Ausdruck nicht nur für die Ehe zwischen Mann und Frau, sondern hatte darüber hinaus noch den Sinn von Gesetz. Das Gesetz, das sich durch die Ehe, durch die Zucht, auswirkt, das Natururgesetz. Dass unsere Folgerungen ihre geschichtlichen Unterlagen in den Strömungen der Zeit haben, erkennt auch der Zweifelnde, wenn er erfährt, dass hier Einflüsse der Gralssage, die uralte Wurzeln in den deutschen Sagenboden streckt, die Anregung gaben. Wir werden auch über die Ettaler Ordensgründung klarer sehen, wenn wir Wolfram von Eschenbach befragen, der ja die Gralssage zum Hauptgegenstand seines großen Epos Parzival gemacht hatte. Dort gibt der Dichter ein Bild des Templerordens und seines Wirkens, aus dem wir deutlich die siedlerische und züchterische Absicht herauslesen können. Die Stelle lautet: Die hohe Art des Krales wollte. Das, die sein würdig pflegen sollte, die musste Käuschen Herzens sein, von aller Falschheit frei und rein. Dann heißt es noch: Den Brauch sollt ihr erneuern, nackiefern seinem Lebensbund, mit euer Weib aus Herzensgrund. Dieser Vers ist nur zu verstehen, wenn mit euer Weib das Weib der gleichen Art, der ritterlichen hohen Abkunft gemeint ist. Das wird deutlicher noch in den Versen. Nach Gottes Wille soll der Stein in reiner Jungfraupflege sein, die wandeln dienend vor dem Gral. Der aber trifft nur hohe Wahl. Auch sollen Ritter für ihn streiten, die strenger Zucht ihr Leben weiden. Und bald empfängt die Schar Gewinn und bald gibt sie ihn wieder hin. Sie holt sich Kinder aus Erlesen an edler Art und schönem Wesen. Wird aber herrenlos ein Land, das im Vertrauen auf Gottes Hand zum Herrn es einen Mann begehrt, aus dieser Schar wird's ihm gewährt. Sie wollen dankbar seiner pflegen, denn ihn behütet Gottes Segen. Die Jungfrau gibt man offen fort, doch muss ihr Nachwuchs wiederkehren, mit Dienst des Grales Schar zu mehren. Die aber solche Waffen tragen, die müssen Frauenlieb entsagen, in reinem Ehebund zu leben, und jene, die von Gott gesandt als Herren in ein herrenloses Land. Der Gral ist das Sinnbild der reinen Liebe im Geheimen wie im öffentlichen Verstande. Alle himmlischen Dinge haben ihre irdischen Entsprechungen.
So verstand man unter dem Gral die himmlische und die irdische reine Liebe. Anforders hatte, dem Gebot der reinen Art Liebe entgegen, mit der Tiermenschen Kuhn 3 Umgang gepflogen. Über der unreinen Liebe Wort die Menschheit in Sünde und Tod verstrickt. Beide Gleichungen gelten hier, die der reinen himmlischen Liebe und die der reinen irdischen Liebe, der Mene zu ihrem Weib. Gleiches zu Gleichem schafft Mehrung, Ungleiches zu Ungleichem Zerstörung. In der Edda und im Alten Testament hat sich die Hoffnung erhalten auf den Erlöser, der da kommen soll, eine Lehre, die den Guten und den Juden gemeinsam ist. Er ist der große Erlöser, der alle früheren Erlöser übertrifft, wie das für jede Menschheitshoffnung selbstverständlich ist. Dieser Erlöser soll nach der Hoffnung der Guten geistig und nach der Hoffnung der Juden die Menschheit körperlich erlösen, eine Mischung dieser Lehre ist auf der christlichen Ebene Dogma geblieben. Körperliches Opfer reicht nicht aus, ist eine unnütze und verfehlte Tat. Wir haben alle gelernt, bis auf den letzten Mann, uns leiblich zu opfern, haben es Jahrhunderte hindurch geübt bis auf den geringsten, sich ohne Widerspruch für einen Gedanken, gleich viel was für einen, denn das bleibt sich für den Wert des Opfers gleich, zu opfern. Das war die letzte Probe gewesen auf das Exempel, das die Menschheit mit diesem Kriege sich selber gab. Wer hier nicht mitmachte, stieß sich selber aus dem Menschenreich aus. Wer, ganz gleich, um was es sich bei diesem Handelskrieg drehte, nicht mitging, denn niemand konnte wissen, um was es sich letzten Endes drehte, ist gewogen und zu leicht befunden. Die wenigen, die den Sinn des Krieges erkannten, der kein Unsinn war, sondern Prüfung bis auf die Nieren, hatten darum die tiefe Überzeugung, dass sie sich nicht drücken durften. Sie konnten doch nicht wissen, ob sie noch gebraucht würden nach dem Kriege, für die Zeit nachher. Glaube doch niemand, dass auch nur eine durch Zufall fiele. Wer nicht den Mut hatte, das Opfer wenigstens anzubieten durch Ergebenes, stillschweigendes Mitgehen, sondern sich drückte oder klägliche Briefe an Hochmügende schrieb, man möchte ihn doch der Welt, der Menschheit erhalten, ist schon gezeichnet als ein Überflüssiger. Alle Notwendigen, die die Notwende erlebten, haben sich zur Probe gestellt und haben sie dann auch bestanden. Wessen Opfer aber angenommen wurde, hat die Gewissheit mitbekommen, dass seine zeitige Sendung diesmal schon erfüllt war. Das Schicksal führt einen sparsamen Haushalt, es lässt seine Anwärter nicht unnütz auf das ihnen zugedachte, zufällige, zustehende Warten. Nun ist es ein Unterschied, wie wir die Wiederkunft des Starken von oben erwarten, als den Schöpfer des ewigen Friedens der Gerechtigkeit oder als den Messias, als den Erlöser irgendeines Volkes aus seiner Knechtschaft, in die es sich selbst schickte. Der Geisterlösung muss aber die Leibeserlösung vorausgehen. Was soll die Erlösung von körperlichem Zwange für einen Sinn haben, wenn sie nicht den menschlichen Leib selber betrifft? Wir erlösen uns vom Leiber durch seine höchste Leibeszucht, die wiederum von der höchsten Geisteszucht ihren Ausgang nimmt. Was soll aus einer Menschheit werden, die nur auf den Starken von oben oder den Schwachen von unten wartet, ohne etwas dazu zu tun aus eigenem? Die Menschheit muss ihren vorgezeichneten Weg der Hochzucht im Geiste und Leibe weiterschreiten, denn es gibt keinen Ruhepunkt in unserer allzu menschlichen Erscheinungenflucht auf der Spirale allen Aufstieges. Die Menschheit lasse sich nicht täuschen über diese letzte Forderung, denn der Mensch hört auf dieser Erde nicht auf zu sein, bis er diesen Weg zur Vollendung zu sich und Gott genommen hat. Jeder Versuch, dieses Ziel auszuschlagen oder es zu umgehen, würde nur die Dauer verlängern seines Wandelns zur Höhe. Nichtgleichheit ist das Ziel und nicht gleich sind die Menschen. Es werden alle zwar zu einem letzten Zielpunkte, aber jeder zu seiner Zeit gelangen. Es ist nicht verwunderlich, dass der Mindere alles gleich haben und machen möchte und es ist auch nicht verwunderlich, dass sich das Bessere und der Bessere dagegen wehrt, denn beide sind nicht nur die Feinde des Guten, sondern noch mehr des Schlechten. Aber diese Feindschaft ist beim Minderen ebenso groß, darum meint er mit gleich, hinab mit ihm. Während der Bessere mit gleich, hinauf mit ihm, meint.